Was bedeutet BEKO und was verbirgt sich hinter dem Begriff? Nun, BEKO bedeutet eine frühzeitige Bürger- und Öffentlichkeitsbeteiligung an unserem integrierten Energie- und Klimaschutzkonzept, mit dem wir in den kommenden Jahren und Jahrzehnten die CO2-Emissionen in Baden-Württemberg in allen Bereichen, sowohl im privaten Sektor, aber auch im Bereich der Industrie, Gewerbe, Dienstleistungen, Landwirtschaft, Tourismus, Stück um Stück reduzieren wollen. Und wir haben hier, wie gesagt, sehr frühzeitig Bürgerinnen und Bürger und die Verbände beteiligt und hier zum ersten Mal in Baden-Württemberg ein solches Verfahren durchgeführt. Warum haben Sie eine Bürger- und Öffentlichkeitsbeteiligung beim Energie- und Klimaschutzkonzept durchgeführt? Nun, Klimaschutz betrifft alle Bürgerinnen und Bürger, genauso wie Industrie, Handel, Gewerbe, Dienstleistungen, den Tourismus, Landwirtschaft. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden, vor der üblichen Verbändeanhörung, die normal üblich ist, hier sehr frühzeitig Bürgerinnen und Bürger und Verbände zu beteiligen, runde Tische zu machen, Bürgerinnen und Bürgertische, Verbändetische, aber auch eine Internetplattform zu bieten, wo man sich zu den Vorschlägen, die wir entwickelt haben, im Vorfeld äußern konnte. Was ist das Ergebnis des Beteiligungsprozesses? Nun, sehr erfreuliches, wie ich finde, und zwar in mehrerlei Hinsicht. Erstens mal war es so, dass, wenn Sie mal die Online-Beteiligung nehmen, es eine überaus große Beteiligung gegeben hat. Über 7000 Bürgerinnen und Bürger haben sich hier beteiligt mit Bewertungen, mit eigenen Vorschlägen. Wir haben über 80.000 Bewertungen bekommen zu unseren Vorschlägen. Wir haben rund 7300 Kommentierungen bekommen, zum Teil sehr, sehr hochwertige Kommentierungen zu unseren Vorschlägen. Und auch die Beteiligung an den Bürgertischen und an den Verbändetischen war überaus hoch. Ich selbst habe mir einige anschauen können, sowohl von den Bürgertischen als auch von den Verbändetischen. Und wie man sagen, hier sehr kompetent, sehr engagiert und sehr profund diskutiert worden. Und auch mit den Vorschlägen, die jetzt hier vorgelegt wurden, bin ich sehr, sehr zufrieden. Was passiert mit den Empfehlungen? Wie geht es jetzt weiter? Nun, es ist so, dass wir diese Empfehlungen jetzt auch an die anderen betroffenen Ministerien auch weitergeben werden. Landwirtschaftsministerium, Wirtschaftsministerium, Finanzministerium, Verkehrsministerium, um nur einige zu nennen. Und hier werden die Vorschläge jetzt auch nochmal genau überprüft und bewertet im Hinblick auf die Frage, sind sie rechtlich auch machbar? Bringen sie uns weiter in Sachen Reduzierung der CO2-Emissionen? Also bringen sie uns weiter beim Klimaschutz? Bis hin natürlich auch zu dem Punkt, sind sie finanzierbar? Und wir wollen dann bis zur Sommerpause wollen wir einen Abschlussbericht vorlegen, in dem wir darlegen wollen, welche Vorschläge haben wir dann tatsächlich übernommen, welche konnten wir nicht übernehmen und diesen Abschlussbericht dann auch wiederum im Internet zugänglich machen.